ihr wissen wollt, was jetzt Ende September hier im Grünbuschgarten alles reif ist, warum wir nur noch 4 statt 9 Hühner haben und wie es sonst so in den Beeten und im Gewächshaus aussieht, dann bleibt doch einfach dran. Der Gartenrundgang startet auf der Südseite des Hauses, hier mit dem Kerbel, der sich selbst ausgesät hat. Hier hatte ich mal einen gepflanzt und der hat sich hier schön weiter verbreitet und blüht noch. Auch mein Muttertagsgeschenk blüht noch wunderschön. Hier ist eine Physalis, hier noch eine. Dann hatte ich hier noch Tomaten zwischengesetzt. Wir haben hier außerdem noch diese kleinen leckeren Walderdbeeren stehen. Hier noch eine Sonnenblume, kleine Sonnenblumen. Hier hinten ist die Feige, die trägt dieses Jahr noch nicht. Ja, hier Brennnesseln, Frauenmantel, noch mehr Erdbeeren, Physalis. Hier ist noch die Heidelbeere, die auch wirklich gut getragen hat dieses Jahr. In diesem Kübel steht noch eine Paprika, die aber sehr mäßig trägt, diese Wildtomate. Hab noch ein paar reife Tomaten dran, aber das ist auch so gut wie vorbei jetzt Ende September. Hier hatte ich auch noch Astern eingepflanzt. Lichtnelken blühen immer noch. Sehr schön ist jetzt auch der Frauenmantel, das Stockrosen, Lavendel, die Kletterhortensie. Hier ist die große Bauernhortensie. Auch die blüht noch. Also 2, 3 schöne Blüten haben wir da noch dazwischen. Jetzt Ende September merkt man aber wirklich, es wird Herbst. Die Blätter verfärben sich. Ich finde, es ist aber auch immer wieder wirklich eine schöne Stimmung. Hier stehen auch noch ein paar Reste. Der Helgoländer Klippenkohl von der Bohne, Stangenbohne, blaue Hilde hatte ich auch. Ne, so eine Handvoll, das war nie so doll dieses Jahr mit den Bohnen. Aber ich hatte auch relativ wenig nur gepflanzt. Dann gucken wir mal zum großen Hochbeet. Hier steht noch der Fenchel. Hier vorne haben wir Kohlrabi, gelbe Beete. Hier haben sich auch noch 2 Physalis ausgesät. Ein Grünkohl, Mangold, Petersilie. Hier haben wir 2 rote Johannisbeersteglinge. Das hier sind Jungpflanzen vom schwarzen Rettich. Das ist eine Winterheckenzwiebel im zweiten Jahr. Hier rankt sich ein Hokkaido-Kürbis. Der steht ursprünglich in diesem Beet. Dann haben wir noch gelbe Beete, noch mehr Mangold. Hier haben wir den Rosenkohl. Und der Hokkaido hat sich hier einmal um die Birne rumgewickelt. Da sind mehrere kleine Früchte dran. Und hier hinten ist auch ein Reifer. Der wird dieses Wochenende reingeholt. 4 Hühner, 2 Kaninchen. Bei der Anzahl der Kaninchen hat sich nichts geändert. Aber bei den Hühnern, die weiße Mathilde, die hat ein Virus, die mussten wir leider vom Tierarzt von ihrem Leid erlösen. Und das sind ja ursprünglich meine Hühner, die ich 2017 angeschafft habe. Und diese kleine Dame ist ein Küken von der Kunstbrut aus diesem Jahr. Das ist Fairy. Ihre Geschwister, also den einen Hahn und die anderen 2 Hennen. Die Henne Frieda aus dem letzten Jahr, die sind jetzt bei einem netten Hühnerfreund und haben da wirklich schönes neues Zuhause. Hier blüht noch der Beinwell. Den Kükenauslauf habe ich abmontiert. Der wird dieses Wochenende auch verlegt. Und dann gucken wir mal zum kleinen Hochbeet. Im kleinen Hochbeet hatte ich Ende August nochmal Möhren, Spinat, Feldsalat und schwarzen Rettich ausgesät. Das kommt schön. Neuen Sellerie, Schnittsellerie. Die Tomate hatte ich stark zurückgeschnitten. Ich blende euch mal ein Bild ein. Und hier steht noch eine Paprika. Die werden sehr zögerlich gelb, die Früchte. Nee, nicht gelb, sondern rot. Aber das macht nichts, da haben wir noch Geduld. Und das Wetter ist ja auch noch nicht so kalt, dass die nicht mehr reifen würden. Alle anderen Paprikas habe ich mittlerweile ins Gewächshaus geholt. Das zeige ich euch gleich. Noch ein Schwenk über unseren Apfelbaum. Der trägt dieses Jahr mäßig. Das ist jedes Jahr unterschiedlich. Der ist aber auch schon sehr alt. Und der trägt ja 4 verschiedene Sorten. Hier seht ihr die Jakonpflanze, die ich von der lieben Nadja aus Erftstadt mitbekommen habe. Im Kanal Neues vom Landei. Hier hinten, ja, Resterampe. Ich sehe gerade die Wildtomaten. Die geben hier echt nochmal Gas. Aber das hat sich ja auch so gut wie erledigt. Hier stehen noch mehr Erdbeeren. Dann schwenke ich einmal rüber, wo ich hier auch überall Bienenweide eingesät habe. Zwischendrin immer noch mal eine Nutzkultur, wie hier zum Beispiel die Physalis jetzt auch ordentlich loslegt. Auch hier noch Physalis, Erdbeeren, ein paar Winterheckenzwiebeln sind damit dazwischen. Hier haben wir noch Lavendel. Hier stehen auch noch, weiß gar nicht, ob es Knollen oder... Nee, das müssten Staudensellerie sein. Petersilie, Ringelblume. Und dann schauen wir doch mal, wie es im Gewächshaus aussieht. So, hier im Gewächshaus habe ich den größten Teil der Blätter der Tomaten schon entfernt.
Hier kommen nochmal wieder Chilis. Und es sind eben auch noch eine ganze Menge Tomaten dran. Hier ist das Green Zebra. Das, was bist du? Ja, mit der Beschriftung werde ich nächstes Jahr akkurater arbeiten. Das müsste eine Ananastomate sein. Und es sieht hier eigentlich noch ganz gut aus. Ein paar Paprika habe ich eben reingeholt. Die reifen jetzt hier nochmal schön nach. Und auch die Pepino sieht wirklich gut aus. Zwei Früchte sind dran. Die sind allerdings noch ziemlich hart. Ich hoffe, dass die noch reif werden. Da werde ich jetzt demnächst aber auch Stecklinge zum Überwintern schneiden. Das Venusbrüstchen trägt noch ordentlich. Hier unten sind noch mehr Chilis. Die Gurken habe ich schon rausgenommen. Total begeistert bin ich auch von der Zuckertraube. Die Pflanze ist total gesund und vital. Also ist wirklich mit Abstand die beste Kultur hier im Gewächshaus. Während leider die Fleischtomaten. Ich hatte eine Ananas-Tomate, die Black Crim und die Journey Prince. Ja, da kommt was, aber wie man hier sieht, die reißen ein, die faulen weg. Dann haben wir noch mehr Paprikas. Genau, das ist jetzt aber auch so ziemlich der letzte Rest. Aber für die erste Saison im Gewächshaus hat sich das wirklich total gelohnt und ich bin super zufrieden und freue mich schon jetzt auf die Winterkulturen, die hier demnächst reinkommen. Feldsalat und Asiasalate, auch Möhren und Kohl werde ich nochmal versuchen. Dann nehme ich euch dann mit. Ja, hier blüht es auch wirklich überall noch total schön. Ich bin mal gespannt, ob die Kosmeen hier noch aufgehen. Von der Pflaume konnten wir dies Jahr auch erstmalig, ich glaube 5 Pflaumen waren es, ernten. Richtig lecker. Hier die Kräuterspirale macht sich auch sehr gut. Steht hier noch der Wollziest in der Mitte, aber ich will da jetzt nicht so viel Bewegung reinbringen, weil hier überall kleine netten Geschöpfe auf Mückenjagd machen. Und die möchte ich nicht stören. Ja, da kommt das laute Gartechen. Hallo Gandhi. Das Insektenhotel ist nach wie vor gut besucht. Natürlich jetzt nicht mehr ganz so stark frequentiert, wie zum Beispiel im Mai, wenn die Mauerbienchen schlüpfen. Aber es blüht noch überall. Hier habe ich ja gleich neben der Haustür meine Kräuterecke mit Majoran, Schnittlauch, Salbei, Rosmarin, Thymian. Und ich habe bestimmt noch was vergessen. Und auch hier die ständig tragenden Erdbeeren. Da können wir tatsächlich noch die eine oder andere Erdbeere ernten. Hier steht noch ein Mangold. Noch wieder Tomaten und Paprika. Auch Auberginen standen hier. Da habe ich auch ein paar geerntet. Selbst die Zucchini hat hier noch eine Frucht für uns. Ja, und du? Gandhi, du passt immer auf den Garten, ne? Du hältst den mäusefrei. So sieht die Pepino-Mutterpflanze jetzt aus, nachdem ich da Stecklinge geschnitten habe. Und die kommen jetzt ins Haus.